Sie sind da und ich hoffe sehr, Sie haben viel Spaß. Wir haben ein tolles Publikum hier in Hamburg. Und ich kann Ihnen versprechen, es gibt unwahrscheinlich Leckeres zu essen. So, hören Sie mich noch überhaupt zu Hause vor lauter Applaus hier im Studio? Ich denke schon. Ich sage Ihnen jetzt auch, was es zum Essen geben wird. Es gibt als Vorspeise. Als Vorspeise machen wir ein Piccata von Berlhund. Dazu gibt es Trüffelnudeln oder Nudeln mit Lauch. Natürlich alles wunderschön abgeschmeckt. Und zum Dessert gibt es Birnenbeignets. Dazu gibt es einen Cassis-Sabayon und ein Eis aus Buttermilch, Joghurt und Kardamom. Also, zwei Gerichte werde ich für Sie zubereiten. Und ich bin sehr gespannt, ob es heute sonst in der Sendung auch noch was zum Essen gibt. Die Spitze habe ich verstanden. Ja? Was hast du eigentlich mit diesem Löffel in der Hand gemacht? Weißt du, bei mir gibt es gespicktes Heilbutfilet mit Gurkensalat und Kartoffelchen auf eine Art zubereitet, wie sie fast vergessen wurden. Und es gibt zur Vorspeise bei mir Zucchini-Puffer mit Lachs in einem traumhaften Cremchen, meine Damen und Herren. Aber, oh, danke. Aber was ist all dieses Essen ohne diesen Menschen? Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Auf ihn zu verzichten wäre wie bei Sonnenuntergang rumzulaufen und nichts sehen zu können. Hase, wo bist du? Komm mal her, mein Schatz. Johann. Alles gut? Ja, alles okay. Du siehst blendend aus heute. Ja, finde ich auch. Sehr hübsch. So, passt. Ja. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, Johann. Also was? Ich habe schon oft mit meinen Gästen angegeben. Aber ja, den Gast, den ich heute an meiner Seite habe, da bin ich A, sehr stolz drauf, dass ich ihn endlich mal persönlich kennenlerne. Ja. Ich weiß, er ist, wie soll ich ihn beschreiben, also ein Seelenverwandter. Schulisch war er auf dem gleichen Niveau wie ich. Ach, hallo? Ja. Was heißt das? Aber er ist Sänger, Musiker, ja. Er ist Schauspieler, aha, er ist Buchautor, ja, ein sensationeller Mensch und ich weiß, dass er heimlich Rezepte schreibt. Was? Rezepte. Welche Rezepte? Kochrezepte. Ich sag dir aber nicht für wen, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Weißt du, Horst, es gibt... Und er ist richtig berühmt. Horst, es gibt Gäste, bei denen musst du gar nichts sagen. Wieso, hast du den Namen vergessen von deinem Gast? Nein. Diese wunderschöne Frau musst du nur anschauen. Das wäre mir zu wenig. Ich möchte auch dran. Also ich kann nur sagen, liebe Zuschauer, eine fantastische Schauspielerin. Sie sieht wirklich gut aus, ist ein ganz toller Mensch. Ich liebe sie wirklich. Nein. Hier ist Natalia Wörner. Und Uwe Ochsenknecht. Mann, wie das hier so riecht. Ja, er liebt dich, ja, das macht mich ein bisschen eifersüchtig, ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht mich eifersüchtig. Euch und hallo, können, ja, können wir? Also, selbstverständlich, ich komme, ja. Entschuldige bitte, ja. So. Natalia und ich, wir können auch schon länger, wir haben uns schon begrüßt. Länger, mehrmals hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Ja, Zucker aufschlagen. Da ist auch ein Geld dazu geben. Ja, wir wollten euch auch ein bisschen Zeit lassen hinter den Kulissen. Du bist ein sensationeller Koch, das sensationell, wissen wir. Ja, und ich habe viele Bücher von dir gekauft, ja, die du unter Pseudonym verkaufst. Ja, richtig. Ja, wie heißt du da? Du kannst es ruhig offen aussprechen. Sag's ruhig. Du hast ja gesagt, du weißt, dass ich heimlich ja, seit Jahren Rezepte schreibe. Ja. Klaust du bei ihm oder für ihn? Für ihn, ne? Johann, es ist raus! Ja. Uwe Ochsenknecht, schreib deine Rezepte. Ja, alle meinen, der Lava macht das alles selbst, aber ich... Quatsch, helf ihm dann. Blödsinn. Uwe, kannst du mal sagen, ich habe vergessen, wie diese Birnenbeignets da gehen. Kannst du mir das erklären, wie das macht, wie das gemacht wird? Ich muss mich gerade hier auf meine Sachen konzentrieren. Er muss sich jetzt auf die Kartoffeln konzentrieren, ne? Wir sind alle, ne, ja, du kannst anfangen, starte mal. Aber Johann, ich habe noch Gäste hier, die möchte ich begrüßen, und zwar die Gina Gerdes und Jürgen Paulitsch, Gewinner der Küchenschlacht. Hallo, liebe Gina. Grüße dich. Ach, oh, da haben wir noch jemanden. Ich krabbel mal hier hin. So. Ja.
Ganz kurze Frage. Zwei Gewinner, ist klar. Ist dieser nette junge Mann deine Begleitung des Herzens oder? Er ist ein Mitkoch gewesen. Ein Mitkoch? Mhm. Das heißt, welchen Platz hast du geschafft? Den fünften, vierten. Den vierten. Nee, den fünften. Wir wollen es nicht verstanden. Den fünften, da war es als erster weg. Nein, nee, als zweiter. Dann wäre er sechster geworden. Ach so, als zweiter. Genau. Stimmt, ja. Mensch. Also Horst, ja. Man merkt, dass du in der Schule gefehlt hast. Bei Mathe. Ja. Ich war bei Mathe freigestellt, das war bei uns Wahlfach. Aber ja. Weißt du, wo der Jürgen herkommt? Also, wenn du schon so anfängst, ja, und so grinst, dann würde ich mal tippen auf die Steiermark, ne? Oder? Jawohl, jawohl. Hier, da sieht man noch. Guck mal her. Ja. Wo ist das? Bei wem warst du? Du beim Ali und der Johann war mein Juror im Finale. Ist klar, dass du dann durchkommst. Ja. Ne? Wer war bei dir Juror? Der wunderbare Björn Freitag. Björn Freitag? Ja. Und wer hat dich rausgeschmissen? Der Hermann. Der Hermann, ich wusste es. Weißt du, wenn du ein Mädchen wärst, lange blonde Haare und da so gestanden hättest, wärst du durch. Da hättest du heute hier als Gewinner. Ja? So, ich gehe mal ein bisschen arbeiten, bis später. Lass uns schon mal ein bisschen schmecken. So. Uwe, das machst du. Guck mal hier, wie der Uwe arbeitet. Ja, der Johann. Ich dachte, ja? Ihr kommt gar nicht mehr. Entschuldigt bitte. Genau, und jetzt nicht mehr. Knebel, es ist hier. Wir machen als erstes die Eiscreme, gell? Also Sahne, Eigelb und Zucker jetzt schön schaumig aufschlagen, gell? Okay. Und Wasser muss kochen, ja, ja. Kannst du bitte Zeit lassen noch, solange kannst du kochen, nicht das Wasser. Okay. Solange kannst du schon mal hier die Birnen schälen, ja? Und zwar schälen, dann in schöne Spalten schneiden, gell? Aber nicht drauf stehen lassen, sonst wird es zu heiß hier. Ach so. Kochst du ab und zu mal? Ich, und wie? Ja? Sag mal, und hast du ein Messer? Einen Schäler haben wir auch irgendwo. Warte, ich hole einen Schäler. Ah, jetzt kocht schon, kannst du anfangen. Ich hole mal einen Schäler für dich. Sag mal, ich will nichts Privates fragen, wenn du rühren musst. Wieso? Kannst du knicken. Hast du schon mal ein Rezept vom Horst nachgekocht? Nein. Sie wusste gar nicht, dass ich welche mache, stimmt's? Nein, das stimmt nicht. Was wolltest du jetzt sagen? Da komm, das ist ja gar nicht so einfach. Ihr seid beide Schauspieler. Ja. Ja. Und da habe ich eine Frage, was mich wirklich... Ja. Weil ich bewundere Schauspieler, dass sie sich so in eine fremde Figur reinversetzen können. Das? Was mich aber noch mehr bewundere, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wie ihr diese Texte auswendig lernt. Ja. Das sind ja ellenlange Texte. Ja, ja, aber du, ich meine, jetzt überleg doch mal, wenn du mal an ein Theaterstück denkst, das sind wirklich große Texte. Also beim Drehen selbst, das sind ja immer Bits and Pieces. Das ist ja so ein Gespräch, so ähnlich wie wir das jetzt führen. Aber was ich wirklich bewundere, ist, wenn Theaterschauspieler anderthalb, zwei Stunden auf der Bühne stehen und Monolog halten, das ist bewundernswert. Der Horst lernt. Ja. Stimmt. Was lerne ich, Johann? Liebe Zuschauer, jetzt ist es endlich raus. Ihr müsst wissen, der Horst lernt 14 Tage für eine Folge hier. Ja, ich muss aber dabei sagen, warte mal ganz kurz, ich muss dabei sagen, meine Damen und Herren, das stimmt, aber ich lerne nur seinen Text, weil ich ihm soufflieren muss. Ne? Ja, so. Ich habe hier schöne Berlhuhnbrüste, guck mal, wunderschönes Fleisch. Übrigens, das Wichtigste, Johann, ist, bevor du es wieder vergisst, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ja, okay, so, schau her. Aber das, darf ich jetzt euch mal was fragen, so von wegen, wie so ein Beruf sich gestaltet, was ich ja bewundernswert finde, und das hat ja ganz viel, übrigens, es gibt Schauspielschulen und auch Filmschulen, da wird Kochen gelehrt, wisst ihr das? Weil es geht ja auch darum, alles gemeinsam zu synchronisieren, das zu organisieren, so dass man gemeinsam fertig wird, die Gerichte, die Vorbereitung, so wie ich jetzt hier nicht weiß, zwischen Birne und Zucker, ja, ich mach schon. Ja, genau das. Wie macht ihr das? Wie koordiniert ihr das? Ich weiß nur, dass der Horst irgendwelche Filme synchronisiert, aber die haben nichts mit Kochen zu tun. Das ist so ein blöder Hund, ehrlich. Aber jetzt, Uwe, hattest du in der Schauspielschule Kochen? Nee, also ich halte es auch für etwas übertrieben. Ja, ne? Also wenn du... so, mal so körperliche Fächer hast. Körperliche Fächer? Ja, die gibt's auch, die gibt's auch. Also nicht für Filme, wie die du vielleicht jetzt meinst, aber sag mal, du welche musst meine ich denn? Du, ja, so mit, wo viel geküsst wird und so. Ne? Da wäre ich später erst drauf gekommen, ob das auch Spaß macht. Ja, aber ich hab, also Kochen als Schauspieler finde ich jetzt nicht das Wichtigste. Nicht? Nee.
sondern, weil du bist ja auch Musiker, du machst ja auch Musik mit Leidenschaft und du kommst ja eigentlich aus einer Familie, wo Musik immer eine große Rolle gespielt hat. Dein Vater war Opernsänger, naja, stimmt das? Naja, er hatte eine Ausbildung als Opernsänger und konnte das nicht wirklich, weil das war kurz nach dem Krieg, da war plötzlich Familie da und konnte das nicht wirklich ausführen oder hat sich nicht getraut, so einen kreativen Beruf zu übernehmen, weil das hängt ja auch mit Risiko immer zusammen, ne? Wenn du Familie erlernen musst, weißt du nicht, ob du Jobs kriegst und so weiter. Und dann hat er im Hilfschor im Theater gearbeitet, das stimmt ja. Mhm. Im Chor? Im Chor, ja. Oh, ganzen Tag. Macht Johann auch. Wir haben zwischenzeitlich hier, also das heißt, die Natalia hat hier Folgendes gemacht. Sie hat Eigelb aufgeschlagen, ja, mit Sahne und mit Zucker. Dann haben wir reingegeben Buttermilch und auch Joghurt und Kardamompulver machen wir jetzt rein, ja? Zum Abschmecken, so. Und dann frieren wir das Eis nachher in der Eismaschine, ja? Hier haben wir auch mal Schneebesen. Oh. Danke für Mais. Ja. Ja, das kann mal passieren, Leute. Kommt du die komische Kamera da weg, Blödmann, da bleibt da hinten so. Blödmann da. Also das ist ja wieder, das darüber freust du dich, ja, ist klar. Ja, ja, klar. Zeig lieber die scheiden Schüssel da mit dem Inhalt, ist mir lieber, ja. So, schön schneiden jetzt. Er ist schon eitel, ne? In Viertel. Uwe, ist ja bei euch auch so, weil ich schaue, seid ihr auch sehr eitel, wenn man schief läuft? Ich nicht. Nee, ne? Ich finde ja, auch doch. Eigentlich... Also sagen wir mal so, als Schauspieler, ich glaube, das ist ganz normal, da bist du sehr immer auf dein Ego, ne, bedacht. Also alle müssen dich toll finden, das ist ja auch unser Applaus, wenn jemand zu dir kommt und sagt, das hast du toll gemacht. Aber ist nicht Improvision nicht die größte Kunst? Die was? Improvisation ist ja nicht die größte Kunst? Wie man es nimmt. Also, viele denken, ja, wenn du improvisierst, dann kannst du machen, was du willst. Das stimmt ja nicht. Ne? Nein. Sondern der Rahmen ist festgelegt. Ich habe zum Beispiel mal einen Film gemacht mit der Doris Dörrie. Der heißt Erleuchtung garantiert. Spielt in so einem Zen-Kloster in Japan. Und da haben wir keine festen Texte gehabt. Ne? Also wir mussten alles... die Situation war klar, ihr seid im Restaurant und es geht um das Thema. Und dann mussten wir die Texte erfinden in dem Moment. Das macht riesen Spaß. Ja, guck mal, Johann macht das ja auch seit Jahren. Ja, das muss man aber auch können, ne? Ja, nee, so, Johann improvisiert ununterbrochen. Das schmeiß ich jetzt hier zusammen, ne? Da kannst du zusammen, ja. Hast du ausgedrückt, ja? Ja, sicher. So, meine Damen und Herren, darf ich das mal ganz kurz erwähnen, wie wirklich professionell der Uwe hier arbeitet. Ja, der hat die Kartoffeln schon ohne Nachfragen einfach geraspelt. Die Zucchini ist ohne Nachfragen geraspelt. Hat die Kartoffeln ausgedrückt, Kartoffelstark, ohne nachzufragen. Und raspeln ist ein großer Unterschied. Ja. Es hat sich schon manch einer verraspelt, ja, das sage ich dir. Ja. Nur. So, jetzt schön mit Ei, Mehl und Arm drum und dran. Also das kommt aber in die extra Schüssel jetzt, ne? Ja, bitte. So. Haben wir auch einen Mülleimer hier? Was sagst du? Mülleimer hier? Mülleimer haben wir auch. Gut, das ist übrigens sensationell in der Schublade. Der gute ist eine moderne Küche, Horst. Gut. Ja. So. Wenn du das sagst. Einfach in die Schublade. Wir werden jetzt mal, warte, wie viel Zeit haben wir? Oh, die haben eine gute Zeit. Die wird schon mal geleert, auch irgendwann in die Schublade. Gute Zeit, ja. Alle vier Jahre machen wir die leer. Ja. Ne? Und nein, da machst Quatsch. Du auch noch ein Gericht draus wahrscheinlich. Wir machen sie jeden Abend leer, weil wir müssen ja auch Personalessen machen. Ein guter Koch kann das. Aber improvisieren beim Kochen, das finde ich ja sowieso das Beste. So weit bin ich ja noch lange nicht. Was? Ich bin noch immer so, dass ich nach Rezept koche, ja. Ja, wirklich? Und dann immer so denke ich, oh scheiße, das waren jetzt 10 Gramm zu viel. Ich will alles nochmal von vorne machen. Und der Profi, ich habe einen guten, langjährigen Freund, der ist Koch. Der steht dann nebendran und sagt, ja, das ist scheißegal, 10 Gramm oder 20, ist wurscht. Machen wir weiter und so. Und dann bin ich schon aus dem Gleis. Also, was sind denn deine Lieblingsrezepte, wenn du kochst? Ach, ja. Komm, dein Knaller, der absolute Knaller, wo du sagst, pass auf, damit kriege ich sie alle. Das kann ich sagen, das ist Matjes. Matjes mit so einer süß-sauren Sahnesoße dazu. So und, Hausfrauenart. Ja, sowas. Lecker. Ja. Und weißt du, wenn du damit garantiert rauskriegst? Mag er nicht. Da brauchst du mich nicht einladen, da geh ich nicht, da geh ich gleich. Also wenn du Johann wirklich mit dem Ärger haben willst, dann machst du ihm einfach Matjes. Nee, das ist mag ich nicht, den Geschmack. Aber es riecht so toll hier, ja. Ja, guck mal, wir kochen hier gerade Parmesan-Schaum. Schalottenknoblauch anschwitzen in Butter, Weißweinbrühe drauf. Ja? Sehr traurig. Mein Herd hat getillt. Mhm. Wie hat getillt? Hast du keinen Strom bezahlt? Der zeigt. Warte mal.
Ich mach nix. In der Zwischenzeit erkläre ich mal das beste Rezept für Bratkartoffeln. Geh mal kurz zur Seite, ja. Bitte. Geh mal kurz zur Selbstverständlich. Seite. In der Zwischenzeit kannst du mir mal helfen. Steht F für Fuck? Kinder. Hallo, bitte. Irgendwann ist doch da schief. Oh, wie er sich guckt. Moment, wo ist denn der Stecker hier? Gibt es einen Stecker hier? Also für Bratkartoffeln nimmt man am allerbesten schöne Pellkartoffelchen vom Vortag. Horst, ja, bitte. Krieg mal unterm Schrank, da ist ein Stecker hin. Guck mal. Zieh mal den Stecker raus wieder. Ich dachte, wir alles vorbereiten, wenn wir hierher kommen. Stecker ist nicht drin, man muss alles selber schnippeln. Ja, jetzt wird einstecken, Ja. Johann, ich habe ihn gefunden. Dein Schlüpper von gestern Abend. Wenn hier mal das Ordnungsamt herkommt, so, ist der Laden dicht. Der macht wieder. Warte, wieder. Jetzt hör auf. Doch. Jetzt ist doch nicht normal. Ja, was ist denn das für ein Schwachsinn hier? So, jetzt hier. Pass mal auf. Ja. Mehl, Eier. Ja, ja, das kommt aber dazu. Ja, gut. Ja? Komm. Wer kennt's, wer ist so, das ist ein Systemtechniker, geh mal auf Seite. Soll ich mit dir runterkommen? Jetzt krieg ich der Nächste, guck mal. Jetzt krieg ich der Nächste unter oben. Guck mal, da liegen die auch noch alle vom Gesundheitsamt. Schieb die wieder rein. So. So. Natalia, jetzt machen wir erstmal die Birnen und dann machen wir als Nächstes den Tempura-Teig. Kannst du das machen? Ich habe den Eindruck, dass du liebevoll gerade diese Birnen geschnitzt hast. Ja, die musst du nachgeschnitzt und hast. Und auch geht mehr. Ein bisschen Zitrone drauf machen für die Birnen, sonst werden die braun. Was, hast du die Zitrone da? Ja, hast du, gell? Ist wieder ein F da. Sag mal. Doch, das ist halt Fehler. Sobald ich den anmachen will, Fehler. Ist ein F da. Wahnsinn. Johann, du boykottierst mich. Willst du bei uns hier, willst du hier der so eine Herdplatte haben? Heute wird Essen besser geworden. Nee, weißt du, was es hat? Horst, das hat was mit dem Rezept zu tun. Der Herzog ist ein Fehler. Du bist so ein blöder Hund. Ehrlich. Ich weiß nicht, was das ist. So. Liebe Zuschauer, das ist die Kochsendung im deutschen Fernsehen, wo nichts mehr auf dem Herd gekocht wird. Beim Horst. Ja. Ja? Machen wir halt kalte Küche. So Puffer sollen super lecker sein, ohne dass man die brät. So, so ein Matjes-Uwe zum Beispiel, kann man doch kalt machen, ne? Kann man kalt machen, ja. Ja, dann machen wir heute Matjes. Matjes kalt. So. Also ich habe jetzt das Perlenhund schön geschnitten, den Streifen. Das Filet unten rausgelöst, das ist übrigens hier das wunderbare zarte Filet. Und dann tun wir das jetzt hier gleich dann würzen und, ja bitte, was ist passiert? Weißt du, was so richtig nett wäre von dir jetzt? Ja. Wenn du sagen würdest, Horsti, möchtest du eine meiner Flammen haben? Auf den Gedanken kommt er gar nicht. Horsti? So. Horsti? Ja? Möchtest du zwei meiner Flammen haben? Das ist keine Freundschaft, meine Damen und Herren, das ist Liebe. So, ihr Lieben. Für euch eine Kleinigkeit zwischendurch, damit ihr schon mal so ein bisschen was zum Hammern habt. Dankeschön. So würden übrigens die Püffokes aussehen, wenn sie nachher heiß fertig gemacht werden. Aber Johann hat mir beigebracht, dass wir immer eine Stunde vorher im Studio sind, um schon mal etwas vorzubereiten, damit unsere Gewinner aus der Küchenschlacht auch wirklich was zu essen bekommen. Guten Appetit. So. Was hast du? So, sieht gut aus. Hast du Salzpfeffer drin? Salzpfeffer drin? Ja. Natalia, jetzt sind wir beide da. Komm. Wollen wir den Birnen machen oder jetzt? Nee, wir machen jetzt den Teig zwischendurch, damit wir ihn vorbereiten können. Nee, Eigelb. Nee, Eiweiß nur. Nur Eiweiß. Zwei Eiweiß. Hier rein in die Mitte, genau. So, nur das Eiweiß. Dann gehen wir rein. Auch. Das ist wichtig. Das Ei geht hier drauf, ja genau. Und dann ist wichtig, hier kommt rein ganz kaltes Wasser. Siehst du, ich habe das Wasser eingefroren in der Karaffe. Und jetzt ist es richtig eiskalt für den Backteig. Und fange hier in der Mitte an, schön zu rühren, damit der Teig glatt wird. Okay, das ist ganz wichtig, sonst hast du lauter Klumpen drin. Ja? So. Ich glaube, ich brauche noch mal ein Ei.
habe da die Hälfte des Eiweißes. Nicht schlimm. So, du lebst ja außerhalb von Berlin auf dem Bauernhof, gell? Ja, ich hab in Berlin eine Wohnung, aber ich habe einen Bauernhof außerhalb von Berlin. Und du hast eine super sensationelle, schöne Küche und hast du auch eigene Tiere für Eier und so? Nee, leider nicht. Weil ich unter der Woche in Berlin lebe. Ja. Soll ich das mal machen? Ja, bitte, schön glatt drehen, gell? Gerne. Habe ich leider. Ich hätte sehr gerne Tiere, aber das ist natürlich logisch. Zu viel Pflege. Naja, geht nicht. Also entweder oder. Ne? Und da haben wir noch Pistazien dazu, gemahlene Pistazien. Das wird dann der Backteig. Okay. So. Und schön rühren. Muss ganz glatt sein, gell? Ja. Es geht ein bisschen schwer am Anfang, ist okay. So, dann mache ich als nächstes jetzt das Eis in den Eismaschine hier rein. Aber ich habe einen Garten. Horst. Was? Geht dein Herd oder brauchst du meine beiden Flammen? Du, hier ist alles heiß. Hier ist alles heiß. Hier läuft's. Und? Ein Backteig mit Pistazien. Sehr lecker, wie man will. So. Gott sei Dank, wenn der Uwe weggelaufen ist. Do you like it? Naja, es ist ein bisschen schlaff, ne? Gewürzt. Oh, schmeckt nicht. Es ist ein Backteig. Aber ich habe einen Garten mir angelegt. Ja. Und ich war total stolz auf meine erste Kartoffelernte. Und ich habe sehr viel Apfelbäume und presse, also nicht ich, sondern meine Mosterei presst mir Apfelsaft selbst. Ja. 800 Liter waren es im letzten Jahr. Apfelsaft. 800 Liter Apfelsaft? Ja. Selbst gepflückt, aber nicht gepresst. Eine ganz tolle Mosterei. Die machen das in so wunderschönen Glasflaschen und so. Das schmeckt noch gar nichts. Uwe, hat dir das nicht geschmeckt, was du hier gerade probiert hast? Wieso? Hallo, mischt euch doch nicht in Ordnung. Das ist doch nur der Backteig. Aber du willst doch auch weiterkommen. Das ist doch Backteig. Also, hör auf, das ist gar nicht die Nachspeise jetzt. Weil ich mir die Gurken mache. Das ist nicht die Nachspeise. Der Backteig ist doch nur die Hülle von den Birnen und die werden dann ausgebacken. Das gehört zur Nachspeise. Ja, zur Nachspeise. Also Mehlspeise. Ja, Mehlspeise ist das, genau. Das ist mir interessant. Ja, Johann, das muss aber doch trotzdem schmecken. Und ich muss dir gerade neben der Dame mal Rede und Antwort stehen. Mal, sie fragt mich gerade, was ich mit der Gurke mache. Und ich drücke die aus, damit. Ich habe die vorher gesalzen. Ja. Und dann drücke ich sie aus, damit ein bisschen Wasser rausgeht. Spannend. Also ich hätte. Womit würdest du die denn ausdrücken, wenn nicht mit der Hand? Das ist kein Wein, den man mit den Füßen tritt. Nee, weißt du, ich hätte Lust auf ein Glas Champagner. Glas Champagner? Ja. Könnt ihr auch da improvisieren oder nicht? Du möchtest was trinken haben? Ja. Hast du was mitgebracht? Nee. Nein. Champagner. Ja. Hier, ich habe da was für meinen Gast da. Oh. Hier schon mal rumgedreht? Ja. Sieht aber gut aus. Natalia. Ja, gut. Ob es schmeckt, Natalia, probieren wir gleich. Ein Glas Chardonnay, glaube ich. Warte mal. Ein Glas, was ist denn hier? Sauvignon. Sauvignon. Sauvignon Blanc. Guck mal, hier. Ist doch wunderbar. Wir zwei. Oh, liebe Zuschauer, schade, dass ihr nichts zum Trinken habt. Wohl. Meine Damen und Herren, gucken Sie mal übrigens, da bin ich ganz stolz drauf. Der Uwe ist nicht nur hier, um zu zeigen, dass er kochen kann, dass er heimliche Rezepte für den Lava schreibt, sondern er kocht auch fürs gesamte Publikum. Richtig. Ne? Ja. Das lassen wir gleich mal rund gehen, damit jeder mal ein Stückchen probieren kann. Wollen wir nicht vorher mal testen? Gut, wir testen vorher. Ja. Ich habe jetzt hier diesen Teig gemacht für unser Piccata aus Parmesan, Eier und aus Salz. Und dann kommt das Fleisch nachher, wird in Mehl, vorher wird es gewürzt mit Salz und Pfeffer, Perlhuhnfleisch, dann hier durchgezogen schön. Und dann wird es so im Fett, im Butterschmalz schön ausgebacken. Da hast du dir ein schönes Piccata aus mit dieser wunderbaren Käsehülle. Das ist nur Ei und Salz und ein bisschen gegebener Parmesankäse. Parmesankäse. Hier kocht mein Parmesanschaum, das heißt Schalotten, Knoblauch und Weißwein und etwas Fond wird eingekocht, Hühnerfond. So schön Hühnerfond? Ja. Und dann wird das Ganze nachher mit Parmesan aufgemixt, ja. Und hier machen wir jetzt gerade die Birnen, gell? Mhm. Die Birnen werden gleich ausgebacken, ich versuche mal das Piccata zu machen. Ja, jetzt machst du hier die Pfanne voll. Ja, pass auf, legst hier so ganz viele kleine Häufchen rein. Jetzt haben wir auch die richtige Temperatur. Dann mit dem Löffel schön platt drücken, ausbacken. Sag mal, Uwe, du hast ja ein Gesicht, was also wirklich jeder wiedererkennt. Wie ist das für dich, wenn du so privat unterwegs bist? Wirst du oft auf deine Kochbücher angesprochen? Ja, werde ich. Aber das ist... ich werde auch gefragt, sag mal, ist es nicht lästig, wenn du oft erkannt wirst, wo du hingehst? Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube, es wäre schwieriger für mich, wenn ich jetzt morgens aus der Haustür gehe und
keiner erkennt die 40 mehr. Dann hättest du was falsch gemacht. Das wär, da hätte ich mehr Probleme mit. Das ist auf jeden Fall sehr ehrlich. Ja, ja. Ist so. So, jetzt machen wir als nächstes. Sind die zu früh umgedreht? Nee, wunderbar. Da drüben die Eigelb mit dem Zucker. Gut, habe ich schon versprochen. Schmeckt nur selten. Und zwar, hier hast du Eigelb. Sieht aber gut aus. Ja. Mal hier. Ein bisschen kleiner. Die kommen da rein für den Sabayone. Da machst du dazu Zucker und eine Millischange ausgekratzt, bitte. Also jetzt hier nur das Eigelb rein, ja? Ich schütte nur das Eigelb, genau. Und Eiweiß wieder da zum Eiweiß. Mhm. So. Guck mal hier, wie schön. Das Schnitzel ist wunderschön goldbraun hier. Boah. Ja, das wird doch was da. Schönes Piccata, eins nach dem anderen auspacken. Prost. Johann, wie viele Bücher hast du eigentlich schon gemacht im Leben? Ich habe es irgendwann mal gehört. Ja. Ich meine, das waren 70 Bücher? Ungefähr, ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Uwe, du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Ich habe auch ein Buch geschrieben, das ist etwas über mein Leben. Viele haben mich gefragt, wieso musst du das jetzt auch noch machen? Das macht doch jeder Schauspieler im gewissen Alter. Da dachte ich, naja, weißt du, zu mir hat der Verlagschef gesagt, guck mal, jetzt kannst du endlich mal schreiben. Sag mal, jetzt haben wir mal eine ganz andere Frage. Wenn man ein Buch über sich selber schreibt, erfährt man dann auch Dinge über sich, wo man echt überrascht ist? Über mich selbst? Ja. Oder also, so mal über dich. Ja, weißt du, naja, die man ganz anders nicht, einschätzt, aber ich kann ja bevor nicht man sie aufschreibt. Ich kann ja nicht selbst über irgendwas schreiben, was gar nicht passiert ist. Nein! Pass auf, wenn du selber reflektierst, ja, du hast alles miterlebt, du warst dabei, klar, aber jetzt setzt du dich hin und schreibst. Mhm. Und dann fallen dir die Dinge wieder ein. Mhm. Gibt es dann Momente, wo du so fertig bist und sagst, mein Gott, war das damals genau so? War es schlimmer? Wie habe ich es empfunden? Und wie denke ich heute darüber? Ist man dann selber überrascht über sein Leben? Ja, in gewisser Weise schon. Aber es ist natürlich klar, im Laufe der Jahrzehnte stellen sich die Dinge vielleicht anders dar. Ein paar Dinge werden beschönigt vielleicht, wo du sagst, es war alles toll, was damals vielleicht nicht so toll war und umgekehrt. Aber im Grunde habe ich darauf geachtet, dass ich das so wiedergebe, wie ich es damals empfunden habe, genau. Und das ist eine Riesen, also wie eine Zeitreise, ne? Das macht Riesenspaß. Also ich habe auch nichts gefunden, wo ich sage, da schreibe ich nicht drüber oder das möchte ich nicht, dass die Öffentlichkeit das erfährt. Weil ich finde, eine Autobiografie soll man schreiben. Wenn man so schreibt, dann muss sie ehrlich, authentisch sein und dich nicht in einem Licht hinstellst, ein toller Hecht, der du gar nicht bist. Wo man sich beräuchert. Aber ja, ich das finde ich doof. Finde ich gut. Ich hatte dich aber gerade unterbrochen. Ja, das hat mich unterbrochen, weil ich wollte noch sagen, ich wollte einfach mal, man hatte im Laufe der Jahrzehnte, hat die Öffentlichkeit ja so ein Bild von einem. Und viele meinen, gerade bei uns Schauspielern, ach, den kenne ich, der ist sicher genauso wie im Film. Ne? Kann man sich manchmal täuschen, in beide Richtungen. Und mir ging es jetzt einfach darum, dass die Leute mal, die sich für mich wirklich interessieren, die können da nachlesen, das Buch heißt, was bisher geschah, wer ich wirklich bin, wie ich mich selber sehe. Und das ist, das sind auch keine Schlagzeilen von irgendwelchen Magazinen, sondern das ist wirklich die Wahrheit. Und ich glaube, da werden sich viele wundern, weil ich bin nämlich ein ziemlich dufter Typ. Ich hatte dich. Das ist sehr schön. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe das Buch ehrlich geschrieben. Da muss man das auch mal aussprechen. Weißt du, was ich aber jetzt schön finde? Da denken die Leute ja über Johann auch, ne? Aber den musst du mal hinter der Bühne erleben. Zwischen den Zeilen musst du lesen. Dann merkst du genau, was er für ein Mensch ist. Ja? So, das sind eigentlich heilige satanische Verse. Satanische Verse. Schwätzer da, ja. 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 Ne, Hase? Weißt du, wie du dafür gesagt hast, so jemand Labersack? Labersack? Lafersack? So, ja. Und was machen wir hier mit dem da? Ne? Das machen wir gleich Sabayone aufschlagen. Dazu. Mann, das muss ja alles in einem Tempo gehen, das ist ja der Wahnsinn hier. Ja gut, das ist eine Kochsendung. Moment. Also einfach mit der Gabel reinstecken und dann. Dann die durchdrehen, Birne. Genau. Und dann hier schön rein. Guck mal, einmal so rein. Einmal genau, so. Dann hier ins Fett. Okay. Und wie viel muss da dran hängen? Wie viel so? Das? Nur so viel, genau. Da ablaufen lassen schön und dann rein. Guck mal, schön heißes Fett. Mach mal eins rein da bitte. Noch nicht genug, oder? Ja, langt, aber es wird langsam. Ja, schön. Wo kommen denn auf einmal die Nudeln her da? Noch ein bisschen heißer. Herr Lafer. Die Nudeln habe ich hier gerade gemacht. Hast du nicht, die waren fettig. Wieso? Das habe ich genau gesehen. Hier, hallo. Leute.
Das sind frisch gemachte Tagliatelle. Guck mal hier, frisch gemacht hier, absolut. Komm, ich frage mal. Die hast du doch nicht selber gerade gemacht. Doch, ich frage das Publikum, komm her, die haben ja Ahnung hier. Du hast ja keine Ahnung da. Aber die haben es doch nicht gesehen. Ich frage mal meinen Landsmann aus der Steiermark. Guck mal hier. Sind die frisch gemacht? Fass mal an, bitte. So. Ja, ist frisch gemacht. Ja, also, hier. Kannst essen. So. Und Horst, ich koche meine Nudeln immer niemals in Wasser. So. Ist klar, dass der den aus der Steine. Da rufe ich morgen meine Mama an, dann sagt die auch, ich habe alles selber gemacht. Selbst Porzellan im Rand. Die mögen ja selbst gemacht sein. Die Frage ist hier nur, von wem? Ne? So. So. Ja, bitte mehr braun. Guck mal, Horst. Möchtest du was probieren? Möchtest sehr gerne. Probieren? Hier, guck mal, du auch. Sehr gerne. Natalia, pack mir das einfach ein. Natalia, komm her, kriegst du jetzt was von mir. Schön kross ausgebackenes. Komm, Johann, hast du jemals in deinem Leben solche Bratkarten? Oh, Mann, Johann. Darf ich mal? Oh. Sushi. Hat nicht funktioniert, Johann. Also mal ganz kurz in den Ofen. Ja, ganz lange noch mal in den Ofen. Nein, Johann. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, Horst. Bleib locker. So. Johann, lass uns doch mal ehrlich sein. Kann man zusammenfassend sagen, dir ist was in die Hose gegangen? Ach, was? Ach, komm. Sag mal, Natalia, ist das bei euch in der Branche auch so? Was denn? Hast du auch solche Kollegen bei der Zusammenarbeit? Manchmal ja. Ja? Ich möchte das anders fragen. Hast du mit Uwe schon mal gedreht? Ja. Und? Uwe, was haben wir denn schon? Uwe, was war das denn? Das letzte war der beste Lehrer, ne? Und was, genau. Und davor war da nicht auch noch was? Nee, ich glaube, das war der einzige Film bis jetzt. Davor war Fantasie, okay. Und gab es da Kussszenen? Nee, oder? Genau, also ihr mit euren Kuss- und Sexszenen, wisst ihr, wie anstrengend das ist beim Drehen? Das glaubt ihr alle gar nicht. Was? Ja, diese Szenen, wo man im Bett zusammen liegt und Sex hat oder auch sich nur küsst. Da stehen 50 Leute außenrum. Also oft im Hochsommer liegst du da im Bett mit jemandem. 1000 Scheinwerfer, 40 Grad. Und dann knutschst du oder machst alles Mögliche miteinander. Dann musst du gucken, dass du den anderen nicht verdeckst. Dann hast du natürlich. Aber so mache ich meine Home-Videos zu Hause alle. Ja. Dann weißt du ja, was das für eine harte Arbeit manchmal ist, ne? Ja. Das ist manchmal eine ganz knüppelharte Arbeit. Dann hat man ja nicht immer so bezaubernde Kolleginnen, die man küssen darf wie die Natalia. Da gibt's ja doch nicht immer so Glücksfälle. Ja, das stelle ich mir jetzt auch horrormäßig vor. Ja, das ist manchmal. Du hast so eine Kollegin und die hat am Abend vorher so richtig geile Tzatziki gegessen. Das wäre ja noch was Natürliches, aber es gibt auch Kolleginnen, die nicht unbedingt sehr hygienisch sind. Gibt's auch. Gut, wir wollen keine Namen hören, aber wer war 40 das? Grad, bei 40 Grad. Das ist aber ganz schön. Ist das okay so? Und dann sind die fertig hier. Ja, bei 40, die war das wirklich? Bei 40 Grad im Hochsommer kannst du dir vorstellen, dass man natürlich da auch ins Schwitzen kommt. Und das ist, Bach. Weißt du, dann hörst du da Leute, die sagen, boah, du bist dauernd mit irgendwelchen Frauen im Bett und kriegst doch Geld dafür. Ja, ist oft Schmerzensgeld, ne? Muss man auch mal sagen. An so Tagen. Ja. So. Oh, wenn du möchtest, kannst du auch schon ein Tellerchen nehmen und anrichten. Ich wäre sowieso fertig. Hast du jetzt hier heimlich Herd runtergeschraubt hier, oder was? Ich möchte jetzt mal gerne Natalia was fragen, Da ist die Platte hier vorne. Ist das bei Männern auch so oder ist es nicht so? Bei was? Was er gerade erzählt hat. Du meinst, dass es da harte Arbeit gibt? Solche und solche gibt? Ja, natürlich, klar. Aber du, ich meine ganz ehrlich, ich hatte bisher, glaube ich, verdammt viel Glück an der Stelle. Ehrlich? Ich hatte nämlich bei Säulen der Erde hatte ich einen Kollegen, Rufus Sewell, mit dem hatte ich, glaube ich, 8 oder 9 Liebesszenen, was abartig viel ist für einen Film. Naja, das war ja ein Mehrteiler, ne? Mhm. Und das war dann irgendwie schon so, dass man das eigentlich jeden Tag erwartete, auch wenn es nicht auf dem Drehplan war. Und es war sympathisch und trotzdem, es stimmt, es ist anstrengender und komplizierter, als man denkt. Und vor allem, es soll ja dann so total entspannt und leicht und sonst wieder herkommen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Hast du dich schon mal verliebt am Set?
Oh, das ist ein langes Thema. Da bräuchten wir viele Sendungen, um das zu erörtern. Viele Bratkartoffeln. Ja, viel, ja, ich habe das. Das ist mir sogar zweimal passiert. Weil du dich so oft verliebt hast? Das war ich der Einzige damals. Nee. Also bei Johann und mir war so, am Anfang hat er sich relativ lange gewehrt. Mhm. Aber dann kam es bei ihm auch. Ja, da kamen noch andere nach mir. So, warte, ich bringe hier noch mal ein bisschen Essen zu. Wie macht man lieber? Problem, Problem. Schön, hast du dich schon mal verliebt? Ja? Nee. Noch nie? Also nicht am Drehort. Das, nee. War noch nichts dabei. Ich sag ja, da hat man ja meistens Pech. So, ich habe noch was für euch. Na? Für euch. Achso, ihr braucht Teller. So. Gespickter Heilbutt. Ja, da ist mit Knoblauch und mit Trockentomaten schön gespickt. Ganz sanft gegart, bei 75 Grad nur. Vernünftige Bratkartoffeln aus Pellkartoffelchen und Gurkensalat, wie bei Mama. Schön mit Crème fraîche angemacht. Okay. Schön gesalzen vorher, damit Wasser rauszieht. Ein bisschen Zitrone, Gewürz, frischen Dill. Bitte schön, lasst es euch schmecken. Ne? Dankeschön. Schnell die Dinger mal mit, wenn ich denke, hier. Ja. So, und jetzt schön aufschlagen. So. Aufschlagen heißt dann so? Ja. Dass ganz viel Luft reinkommt, ja? Genau, und jetzt schön aufschlagen. Mhm. So, jetzt da muss man gucken, dass wir... Ja, möchte mal was Vernünftiges essen? Gleich. Ich habe erstmal die Birnen, die hole ich jetzt raus, die gebackenen Birnen im Knuspermantel. Die sind schön kross außen. Guck mal hier, im Pistazienmantel hier Birnen. Wunderbar um diese Jahreszeit hier. Guck mal da. Weiter, ja, so, wir können dann gleich essen, wir zwei, ne? Jetzt muss ich hier aufschlagen. Ja, hier über Wasserbad, bitte. Aha. Okay. Schön. Ah, macht Riesenspaß. Ne? Vor allem unter professionell. Man, darf ich da mal zu dir als Assistentin kommen jetzt? Zu mir im Betrieb? Immer, jederzeit. Ehrlich wahr? Würde ich gerne mal machen. Sehr lecker. Dürfte ich mal für eine Woche zu dir kommen? Und damit ihr kochen? Ja. Soll ich dir noch ein bisschen helfen kommen? Nein, das war gerade mein Vorschlag. Ich glaube, ich werde Assistentin von Johann. Aber ich habe noch eine Frage. Wessen Herd ist eigentlich eben 10 Minuten lang ausgefallen, dass er jetzt nicht fertig wird? Müssen wir noch ein bisschen Bier machen? Ist der immer so, ja? Du? Weißt du? Ist der immer so zu dir, Johann? Weißt du, das Problem ist immer, es gibt halt auch Leute, die hier gut essen wollen. Das ist, das ist halt manchmal... So, guck mal hier, diese schönen Nudeln, Lauchnudeln da. Selbstverständlich, Tisch 1 und servieren. Uwe, darf ich bitten? Ja, warten, müssen wir auf die noch warten jetzt? Nee. Ihr seid der Kollege hier. Wahnsinn. Ja, Uwe, bitte. Uwe. Was sind das für Kollegen hier, Johann? Ups, langsam. Mach dir nichts draus. Nur schön aufschlagen. So. Natalia, was ist das? Ich, wir sind ja noch voll zugange, ja? Und Uwe, wie war die Sendung? Hab ich dir schon erzählt, dass ich... Schön. Schön, ne? Trinkst du gerne Wein? Also, ja, möchtest du mal einen Korken riechen? Das ist gut. Dankeschön. Kann ich dir denn noch helfen, lieber? Nichts helfen. Ich habe nur das Problem, was ja auch eigentlich ein gutes Problem ist, dass ich Alkohol sehr schnell merke. Ne? Also das macht nichts. Die Sendung ist vorbei. Lass die zwei kochen. Wenn ich das getrunken habe, dann geht's. Ja. Das hast du jetzt nebenbei hier alles gemacht. Das hast du hier nebenbei alles gemacht. Kann man bitte mal die Kamera haben, das zu zeigen hier? Guck mal. Alles eben passiert. Wird schon um 8 Uhr erlöffeln. Das Piccata mit den Nudeln. Jetzt reiben wir da oben drüber frische Trüffel. So, dann kommen wir noch da drauf. Cocktail. Johann, ich kontrolliere nur noch mal, ne? Ja. Uwe orientiert sich gerade um. Ich hab's genau gesehen. Oh ja, ist jetzt gar. Es ging ein Summen durch die Reihen. So, gucken wir mal. Ich guck mal, ob die alle in Ordnung sind, Johann. Ja, kannst du gerne machen. Das ist auch in Ordnung. Schön. Horst, nicht verzagen, Johann. Das ist auch fragen. Gut. Ja, das ist knapp an der Grenze. Hallo? Oh ja, hier, das ist... Ja. Eigentlich schmeckt es ja warm am besten, ne? Ja. Also, ja, Moment lang. Pass auf. Ich kann nur sagen. Komm, wir beeil dich, sonst werden die Trüffel gar nicht. Komm, wir fangen an, ne, oder? Für das, dass du zum ersten Mal da bist, bist du ganz schön frech. Ne? So, hier die Birnenspalten da drauf.
Dann den Sabayoni drüber geben jetzt. Komm dann mit Johann mal zur Küche, können wir mal Beeren drüber. Ja. Wenn der Nachtisch nicht klappt. Nur wieder hinten den Schöpfer und Löffel habe ich hier. Was mache ich? Schau her. Cassis Sabayoni drauf, hier auf die Birnen. Mhm. Ah, Leute. Oh. Das ist ja... Kannst du das mal anrichten? Ja. So, kannst du mal nach vorne bringen, die Sachen da? Ein bisschen Puderzucker noch draufstreuen. Puderzucker ist hier. So. Ja, Puderzucker bitte hier draufstreuen noch. Ja? Wenn es länger braucht, bring einfach den Nachtisch. Komm. Nein, nix. Das reicht. Boah. Das ist so. Natalia, an wem hat es gelegen? An dir oder an Johann? An uns beiden. An uns beiden. Deshalb essen wir auch von einem Teller. Weißt du, was ich auch ganz süß finde? Was denn? Du hast hinten an der Jeans Mehl. Ja. Mit der Hand von Johann. Hab ich jetzt gesehen, ne? Eindeutig. Ja. So, jetzt tun wir hier schönes braunen Zucker drauf. Und dann brauche ich noch den Bunsenbrenner. Wo ist denn der? Dauert noch länger. Probier einfach hier ein bisschen, Natalia. Weißt du, unser einer macht's ja gemütlich. Nimm den Gäbelchen, probier mal ein bisschen Gurkensalat mit der Kartoffel. Also ich liebe Trüffel. Ja, Trüffel sind super, aber lass mal, die wachsen ja wieder nach. Nee. Gurkensalat, Hammer. Ja? Johann? Guck mal, jetzt hat Johann sein Ding auch noch kaputt gemacht. Nee, es brennt schon wieder. Ja, brennt schon wieder, ja, ja. Ja, Johann, passt. Brauchst du länger, dann hol dir das Rasierzeug. Wäre eine schöne Sendung. Komm ja auf da jetzt. Da. Ja? Kein so. Witz, deswegen bringe ich immer was zum Umziehen mit. Weißt du, weiß nie, wie lange das mit ihm dauert. Ja, ja. Wenn die Leute zu Hause wissen, die Sendung ist ja eigentlich live, nur ihn schneiden wir immer rein. Ja? Er ist in der Steiermark. Herzlich willkommen zu Larverlichter Lecker XXL. So, jetzt kommt er. Nee, er kommt noch nicht. Nee, jetzt verraten. Bei dir Gott. Dauert mir das leider immer etwas länger. Hätte eine schöne Sendung werden können. Ja, eigentlich. Was hat eigentlich. So! Leute! Aber ich habe nur eine Quizfrage. Ja. Meine Damen und Herren, was hatte mein Herd und Johann Lafer gemeinsam? Beide sind kaputt. Du hast jetzt komm, essen. Es hat noch keiner gesagt, dass du essen sollst. Wieso? Das ist nur zum Fotografieren auf der Seite. Hier wird gegessen. Also eins. Nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir viel Freude gemacht, mir Johann. Auch. Und du weißt, ich bewundere dich ich für deine auch. Kunst. Ja. Mein Hase. Prost. Also, nehm ich dir. Komm, mein Hase. Liebe Zuschauer, schönen Samstag, anständig kochen. Tschüss, danke Natalia. Danke Uwe. Danke Johann.